Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Serie Fantastic. Hier können Sie es nachlesen, Folge 10. Man hat mich gebeten, ein wenig höflicher zu sein und umgänglicher. Hey, sag mal, wer hat sich den Scheiß in der Redaktion einfallen lassen? Das nimmt mir doch sowieso keiner ab. Jungs, willkommen in meiner Sendung. Also, heute reden wir über ein neues interessantes Thema. Das Thema Mädchen und Actionfiguren. Ihr denkt, das passt nicht? Ja, das ist... Glaubt's mir, es passt schon. Im Jahre 1985 liefen die Masters of the Universe-Figuren mit einem so Wahnsinnserfolg, dass sich Mattel überlegt hat, eine eigene Serie nur für Mädchen zu machen. Nee, nicht He-Man. Die Serie hieß She-Ra, Princess of Power. Und es erschienen jede Menge Figuren im sehr femininen Style. Die hatten Haare zum Kämmen, brauchten wir bei He-Man nicht. Wir haben dafür die Schwerter geschliffen, das war auch gut. Und es erschien auch eine Burg, Crystal Castle, und viele andere Sachen, also jede Menge Zubehör. Und da gucken wir heute mal hin. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich jetzt vom anderen Ufer bin, das bin ich nicht. Hätte meine Frau was dagegen. Aber da gucken wir heute mal rein. Ich würde sagen, wir feminieren mal rüber. Hier sehen wir die Box, die Vorderseite. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Deutlich kann man die anderssprachige Beschriftung erkennen. Hier sehen wir das obere Teil der Schachtel mit den wunderschönen Bildern. Man erkennt, dass jede Menge Zubehör bei der Burg vorhanden ist. Hier sehen wir den leider etwas grob aufgerissenen Deckel. Diese Seite ist mit der englischen Beschriftung. Hier sehen wir die Kopfseite mit der französischen Beschriftung. Hier sehen wir die wunderschön gestaltete Vorderseite der Crystal Castle. Und wie ihr sehen könnt, hat es gerade im Moment einen ziemlich unangenehmen Besucher. Und hier sehen wir die Rückseite. Ebenfalls sehr liebevoll gestaltet und von den Farben her speziell auf Mädchen zugeschnitten. Werfen wir nun einen Blick von oben in die Burg und fahren direkt durch den Aufzugsschacht. Die Burg konnte zusammengeklappt werden und mit diesen Verschlüssen verschlossen werden. Hier sehen wir nun die Innenseite des Playsets. Es war ebenfalls wunderschön gestaltet, mit jeder Menge Zubehör ausgestattet, auf das wir im Einzelnen jetzt nun eingehen werden. Hier sehen wir nun She-Ras Schatzkiste. Von links nach rechts, als erstes der Deckel. Dann die Edelsteine und die Kiste selber. Hier sehen wir das Lagerfeuer. Hier sehen wir die Rückseite des Lagerfeuers. Und schön zu erkennen ist die Bestempelung Mattel 1984 Made in USA. Und hier sehen wir das wunderschöne Sideboard mit dem Spiegel. Und hier die Rückseite.
Hier sehen wir Sheoas Kartentisch. Mit einer wunderschönen Landkarte von Eteria. Der Clou war, man konnte die Tischplatte umdrehen und auf der Rückseite war die Beschriftung in Französisch. Hier sehen wir nun die drei Teile des Kartentischs. Nun kommen wir zum Aufzug. Hier sehen wir die Kabine. Mit Hilfe einer Schnur konnte man den Aufzug nach oben bewegen. Hier sehen wir nun die Endstation des Aufzuges. Man beachte vor allem das wunderschön gestaltete Geländer. Die Aufzugkabine konnte entnommen werden. Schauen wir sie uns mal genauer an. Bedauerlicherweise ist das Himmelbett nicht mehr vorhanden. Deswegen zeige ich euch das Foto auf der Schachtel. So, das war sehr interessant. Ihr habt gesehen, dass die Shiva Princess of Power Sachen den Masters of the Universe in Sachen Kreativität in nichts nachstehen. Und ich werde bei Gelegenheit, wie ihr sehen könnt, auch sehr bald wieder darauf zurückkommen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei all denen zu bedanken, die mich tatkräftig hier immer unterstützen. Einmal Winey, der wohl sich immer viel Zeit nimmt, die Serie ins Internet zu setzen. Dann Sergeant Bobson und Knochen, die mich moralisch unterstützen. Bei meiner Frau und bei all den anderen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Toys and Merchandise, fantastic, der Blick in meine Sammlung.